Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal More Confetti. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Ihr glaubt nicht, was gerade bei mir reingeflattert ist. Und zwar habe ich mir neue Aquarellfarben bestellt. Und wenn ihr meinen Kanal schon so ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich sehr, sehr viel mit Aquarell male. Ich teile mit euch meine Bullet Journal Designs und habe auch letztes Jahr einige Aquarellbilder mit euch geteilt und euch gezeigt, wie man diese malt. Ich habe nicht viele Erklärungen dazu gegeben, aber das wird sich jetzt ändern. Ich möchte gerne persönlicher werden. Ich möchte mit euch zusammen die Welt des Aquarells noch etwas mehr entdecken. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich jetzt öfter auch mal Produkte vergleiche und schaue, was es so alles auf dem Markt gibt. Und ich werde mit diesem Produkt anfangen. Und zwar habe ich mir Sonett Aquarellfarben gekauft. Und das sind, wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, russische Aquarellfarben. Und normalerweise male ich immer mit den Van Gogh Farben von Talens und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Allerdings sind die auch nicht gerade die günstigsten. Also wenn man da einige Farben braucht, dann muss man da schon einigermaßen tief in die Geldbörse greifen. Und da man ja weiß, dass Künstler meistens nicht ganz so viel Geld haben, habe ich mir überlegt, dass man ja vielleicht auch mal etwas günstigere Aquarellfarben ausprobieren kann. Und ich habe mich ein bisschen informiert und auch ein paar Produktvergleichsvideos angeschaut und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich mir vielleicht mal diese Sonettfarben gönnen sollte. Falsch rum direkt. Und ja, und deswegen werden wir diese jetzt mal ausprobieren. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hier ist also der Aquarellkasten. Ich werde den Kasten hier jetzt erst einmal öffnen. Okay, mit Farbkarte. Oh, das ist schön. Wow, das ist das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, weil die Farben einfach nicht so schön aussehen. Man kann die Farben auch im Metallkasten kaufen, aber dann sind sie natürlich direkt wieder etwas teurer und man hat weniger Farben. Irgendwie gefällt mir die Aufmachung hier nicht besonders gut. Auch diese überlaufende Farbe, wenn man die Van Gogh Farben gewohnt ist, dann ist es schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber wir wollen das Buch ja nicht bei dem Cover bewerten, wie man immer so schön sagt. Erstmal alles ausprobieren. Ich habe das Gefühl, die Farbe löst sich direkt auf. Also es braucht nur ein bisschen Wasser, um die Pigmente zu lösen. Und seht mal, wie krass die Farben leuchten. Was für eine Intensität. Das ist richtig krass. Ich werde hier jetzt meine eigene Farbkarte erstellen. Und wie ihr seht, habe ich mir dafür auf meinem Aquarellpapier ein paar Kästchen aufgemalt. Und da werde ich jetzt nach und nach die Farbe übertragen, beziehungsweise die vielen verschiedenen Farben. Erstmal viel Farbe und wenig Wasser von links nach rechts und mit ganz viel Wasser von rechts nach links, so dass wir sehen können, wie die Farbe sich verhält mit viel Wasser und mit wenig Wasser. Und auch wie der Übergang aussieht. Es ist wirklich eine tolle Intensität, dieser Farbton. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie aussehen, wenn die Farben aufgetrocknet sind und ob sie dann immer noch so intensiv sind oder ob sie dann ganz hell auftrocknen. Denn das habe ich nämlich auch schon bei vielen Farben gesehen, die etwas günstiger waren, dass sie sehr intensiv waren, wenn sie nass waren und trocken war eigentlich kaum noch etwas vorhanden. Sie waren dann total verblasst. Bei den Van Gogh Farben sind die Farben jetzt auch etwas heller aufgetrocknet und sie sehen jetzt irgendwie ein bisschen verwaschen aus. Aber ich persönlich finde das wunderschön. Sie sind immer noch sehr intensiv und nicht einfach weg wie so manche andere Farben, aber ein bisschen matter, so verwaschen halt.
Und eigentlich finde ich das auch wunderschön, weil es halt Aquarell und Aquarell, Aqua, Wasser. Also ich mag das jedenfalls sehr. Und ich habe auch schon fast das Gefühl, dass diese Farben hier ein bisschen zu intensiv sind. Ich weiß nicht, ob ich bei meinen Bildern will, dass die so krass leuchten. Leider habe ich sogar mehr Farben als Kästchen auf meinem Papier und ich beschließe es so zu lassen und irgendwann anders werde ich dann noch mal eine neue Farbkarte erstellen. Das hätte ich wirklich vorher mal ausrechnen können oder ich hätte es einfach sehen können, dass da zu wenig Kästchen sind. Aber ich habe ja noch die Farbkarte, die in dem Farbkasten drin war und die hilft mir auf jeden Fall total weiter. Hier stehen auch die Namen drauf. Finde ich gut. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Farben am Ende wirken. Das sind jetzt auch 24 Farben und dementsprechend schon einige mehr, als ich in meinem Van Gogh-Kasten habe. Da habe ich nämlich nur 15 Farben drin. Einige davon benutze ich sogar kaum. Dafür habe ich ein paar ganz besondere, die ich noch dazu gekauft habe und die ich extrem viel benutze. Aber ich würde mal sagen, dass man nicht wirklich so viele Farben braucht. Eigentlich braucht man ja nur den Farbkreis. Sechs Farben, einmal Rot, Blau und Gelb. Das sind die warmen Farben. Und dann natürlich noch Magenta, Cyan und Zitronengelb. Wobei vor allem mit letzteren drei Farben kann man ja theoretisch jede Farbe mischen. Letztendlich braucht man nur diese drei Farben und kann dann zusätzlich noch ein paar besondere Farben kaufen, wie zum Beispiel Farben, die man nicht so leicht zusammenmischen kann. Tannengrün, vielleicht noch ein bisschen Sepia, Sienna gebrannt, sodass man auch noch ein bisschen Braun hat. Aber das kann man sich ja alles überlegen, wenn man dann auch wirklich damit malt, was man noch braucht, was man nicht mischen kann. Ich bin allerdings echt ein bisschen begeistert. Ich warte jetzt noch darauf, bis die Farben getrocknet sind. Aber ich bin auch überrascht, wie wenig Wasser und Zeit man braucht, dass die Farbpigmente sich lösen und man direkt loslegen kann. Bei meinen Van Gogh-Farben dauert es um einiges länger. Das kann natürlich auch daran liegen, dass sie ein bisschen älter sind. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Allerdings habe ich auch zwischendurch neuere gekauft. Und die brauchen auch ein bisschen länger, bis sie sich auflösen und die Pigmente sich anlösen und man diese aufs Papier bringen kann. Und was ich noch besonders finde, ist diese Weichheit der russischen Farben. Also mir fällt kein anderes Wort ein, aber die sind irgendwie weich. Mir ist natürlich klar, dass diese Farben nicht mega schlecht sind, da ich mich ja im Vorhinein informiert habe und viele andere Künstler auch sehr gerne diese russischen Farben benutzen. Deswegen ist das Ergebnis jetzt nicht ganz so überraschend. Die meisten benutzen wohl White Nights, die sollen noch sehr, sehr gut sein, aber die anderen russischen Farben scheinen irgendwie gleich zu sein oder aus der gleichen Fabrik zu stammen oder keine Ahnung. Sie haben nur eine andere Verpackung und eine andere Marke drauf gedruckt. Ich kann ja leider nicht lesen, was da sonst noch so für Informationen draufstehen. Aber wenn ich bedenke, dass diese Farben einfach nur mal die Hälfte von dem gekostet haben, was ich sonst für Farben ausgebe, bin ich schon sehr überrascht. Ich habe hier jetzt auch noch angefangen, so ein paar Blumen zu malen, weil ich ja eigentlich auch sehr, sehr viele Blumen male. Ich finde die Farben schon extrem intensiv. Ich muss mir da echt mal überlegen, was ich damit machen soll, weil Kinderbücher, irgendwie habe ich bei Kinderbüchern eher so matte Farben im Kopf oder auf jeden Fall diese Art von Kinderbücher, die ich gerne machen möchte. Daher werde ich dann trotzdem weiter mit den Van Gogh-Farben da so ein bisschen malen, aber ja, aber so intensiv krasse Blumenbilder. Ja, mal gucken, vielleicht muss man das auch mehr Ton in Ton machen. Ich habe jetzt hier mal jede Farbe so quasi ausprobiert oder auch sehr kontrastreiche Farben benutzt, sodass es natürlich auch sehr intensiv ist. Und ja, aber gefallen tun sie mir gut, sie verlaufen schön, die Pigmente bleiben schön erhalten, selbst wenn es aufgetrocknet ist, sehen sie noch sehr intensiv aus. Und ich kann die ja gebrauchen. Ja, ich kann die auf jeden Fall für irgendwas gebrauchen. Und hier seht ihr nochmal einen Vergleich mit den Van Gogh-Farben.
Ich hatte meine Van Gogh-Farben auch mal geswatcht. Die letzten Farben in der Reihe sind sogar nur gemischte Farben. Die besitze ich gar nicht. Und die anderen Farben, das sind Farben, die ich besitze. Aber wie ihr seht, kann man diese Farben auch mega gut miteinander vermischen. Das werde ich auch als nächstes dann mit den russischen Farben mal ausprobieren. Aber ihr seht ja schon den Unterschied. Getrocknete Van Gogh-Farben rechts und die russischen Farben links. Ihr seht, wovon ich gesprochen habe. Die Van Gogh-Farben sehen ein bisschen verwaschener aus, was ich extrem mag. Es soll ja auch aussehen wie Aquarell, aber ich habe ja schon erklärt, die russischen Farben leuchten einfach sehr stark und haben starke und intensive Pigmente. Wie gesagt, ich werde demnächst mal ausprobieren und ein paar Bilder mit den Sonettfarben oder mit den russischen Farben malen. Ihr dürft also gespannt sein und wenn ihr Lust habt zu sehen, was ich denn sonst noch so daraus mache, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video und oder schreibt etwas in die Kommentare. Darüber würde ich mich unglaublich freuen. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für gute Aquarellfarben oder welche Farben benutzt ihr so? Das würde ich echt gerne mal wissen. Ich habe mich ja jetzt eine Weile schon damit beschäftigt, welche Farbe ich denn kaufen kann, ob es wirklich wieder von Van Gogh sein muss oder ob es auch ein bisschen günstiger sein kann. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann.